Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier vom Goodwood Festival of Speed. Ihr seht schon viele Leute um uns rum. Wahrscheinlich wollen die auch alle diese Renault 5 Studie angucken, so wie wir. Denn ich würde hier gerne ein kleines Meinungsstück drüber machen. Denn ich finde diese Studie richtig, richtig gelungen. Das ist ein mega cooles Konzept, weil es ist retro. Es greift an, ja, den vernünftigen Stellen, würde ich mal sagen, den R5 aus den 80ern auf. Aber es hat halt dann trotzdem noch viele futuristische Elemente, die das Auto einfach nicht so, ja, nicht wie ein Abklatsch wirken lassen. Richtig cool. Zum Beispiel diese durchgehende hintere LED-Leiste oder auch diese geriffelten Rückleuchten. Das finde ich mega cool. Auch dieses beleuchtete R5-Logo, hammercool. Ob das dann alles so kommt, ja, steht natürlich in den Sternen, aber ich denke mal, dass da dann schon noch einiges für die Serie umgebaut wird. Aber wenn auch nur ein Teil dessen so umgesetzt wird, dann bin ich absolut happy. Denn ich bin auch ein Fan von kleinen, spaßigen E-Autos. Wenn die dann noch bezahlbar sind und der so ähnlich kommt, dann bin ich absolut glücklich. Und ich hoffe, dass der im Elektrozeitalter dann so ein bisschen auch das Feeling vom damaligen R5 Turbo vielleicht so in die Zukunft transportiert.